häusliche Gewalt. Hör mal, wer da hämmert, starrt Zachary Teilbrein, bekennt sich schuldig. Zachary Teilbrein gibt Angriff auf seine Freundin zu in der Kultserie. Hör mal, wer da hämmert, spielte Zachary Teilbrein die Rolle des ältesten Seriensohnes von Hauptdarsteller Tim All. Als Brett Taylor stand der heute 39-Jährige 8 Jahre vor der Kamera. Jetzt stand er vor Gericht. Im Oktober 2020 war Zachary verhaftet worden, weil er seine Freundin gewürgt und geschlagen. Nun bekannte sich der Ex-Kinderstar schuldig. Um einen Gefängnisstrafstreit um ein Handyladekabel eskalierte. Laut TMZ gab Zachary Teilbrein bei der Verhandlung zu, seine Freundin damals bedroht und angegriffen zu haben. Dieses Schuldbekenntnis bewahrte ihn im Rahmen eines juristischen Deals davor, sich auch wegen der ihm vorgeworfenen schweren Vergehen wie Nötigung und Strangulation rechtfertigen zu müssen. Diese Anklagepunkte wurden fallen gelassen und Zachary wird laut der Gerichtsdokumente, die TMZ vorliegen, nicht ins Gefängnis müssen. Er wurde zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt und muss in einem Programm gegen häusliche Gewalt. Ein Streit um ein Handyladekabel soll letzten Herbst so eskaliert sein, dass Zachary seine 27-jährige Freundin an den Haaren aus dem Bett gezerrt, sie geschlagen und gewürgt haben soll. Im Video, auch Zacharys Serienvater Tim Allen gerät mit dem Gesetz in